Ein herzliches Willkommen zurück zu meinem Plutonia 2 Let's Play. Auf geht's in Level 19, Technology. Oh ja. Was sehen denn meine Augen da? Ein Bezirk-Pick. Ja. Das Level ist gut. Es ist ein Bezirk-Pick da. Ne? Das sagt doch alles aus, dass das Level toll ist. Und diesem Imp werde ich jetzt erstmal gleich da ordentlich in die Schlucht schlagen. Ja, Schlucht. Ja, doch, sieht aus wie eine Schlucht, ne? Bäm! Oh, also das, also diesen Imp hier zu töten, das war, ne? Also das muss ich zugeben, das war spaßig, aber ich habe einen Cyber gehört, der da nicht so ganz mit einverstanden war. Aber, also das muss man zugeben, das war jetzt wirklich sehr geil. Wow. Wollte ich hier schon runter? Ich bin da unschlüssig, ob ich da schon runter wollte. Was haben wir denn da oben noch? Nix. Gut, das wollte ich nur sichergestellt haben. So, wie viele Monster ließ? 221. Und 30 kurz. Und das ist Exit. Ja, ne? Duke hätte jetzt ein Jetpack, der könnte da jetzt einfach hinfliegen. Tja, ja. Beide Personen haben immer das falsche Werkzeug dabei zum falschen Zeitpunkt, ne? Naja, die sollten sich mal zusammentun und sich beraten lassen. Na? Jawohl! Das war jetzt sehr... Ja, ich mag den jetzt nicht so unbedingt. Shit. Naja, die sind... doch irgendwie geregelt das Problem, oder? Ich meine, ich habe schließlich die Faust, ne? Aua! Langsam schmerzt mein Gesicht. Na gut, okay. Ich sehe es ja ein, dass ich da was anderes benutzen muss. Wobei das meinem Ego nicht ganz passt, ne? Gott, jetzt... So, ich brauche unbedingt keine Agility-Pflaster hier. Das tut weh, das Gesicht, das muss ich sagen. Also, das ist ein bisschen ziemlich... Ja... Ja? So macht man das richtig. Ne? Die Schmerzen, die haben... Die haben um 0,5% abgeklungen, sag ich mal. Das ist zu wenig, wir sind, ne? Wir haben Depressionen oder so, ich weiß nicht. Das kann nicht genug schmerzen, ne? Okay, aber, ja. Lassen wir die Scherze. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo es weitergeht. Das ist mir nämlich jetzt gerade irgendwie... Achso. Vielleicht mit diesem Schalter, das könnte Sinn machen, ne? Würde sich anbieten, so ein bisschen. Aber... wo kommt die jetzt auf einmal her? Ihr wart eben noch nicht da. Ich muss echt aufpassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Säure hat mir fast wie einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, Bamsen. Und da hinten. Diese scheiß Säure, die nervt wirklich da. Nehmt die mal einer weg da. Einer mal Gesicht drin halten und trinken, dann ist er weg und dann ne? Warte, keiner meldet sich dafür freiwillig. Oh, das ist doch scheiße. Nur diese feigen Leute hier. Müsst euch mal was trauen, ey. Ne? Mutig sein. Ich bin verwirrt, ich komme hier nicht weiter. Toll, jetzt habe ich sie mal einen Kuss geholt hier, aber irgendwie ist alles nicht so wirklich... Und ich höre hier Spinnen und Revenants, aber irgendwie ist das alles nicht zielführend. Hier ist doch auch nichts mehr. Was soll ich jetzt machen? Ich bin verwirrt. Oder komme ich da jetzt doch hoch? Nein, komme ich nicht. Cool, das Level gerade begonnen, komme ich schon nicht weiter. Das sind gute Voraussetzungen. Ja.
Ja. Was übersehe ich? Ich nicht wissen. Ja, ich das mal überlege, ist das schon bitter. Ich hatte 171 Health und von diesen K3 Viechern hier auf 5% runter. Ganz schwache Leistung. Oh, vielleicht ist das ja ein Schalter. Ja. Also der, also mit drängst ja schon noch die Faust zu benutzen, ne? Aber ich meine, wir haben sie schließlich. Das machen wir auch einfach. Ich meine, oh Scheiße, da es steht etwas, was mir nicht gefallen will. So, ein bisschen Munition sparen, ganz klar. Aber jetzt muss man natürlich dieses blöde Vieh da wegkriegen, da. Tja. Na gut. Ach. Schmarrn hier. Diesmal aber ausweichen. Und der noch. Aber wie werde ich jetzt dieses blöde andere Fieder los? Ah, shit. So, jetzt aber. So. Gut. Steht da noch einer? Da ist auf jeden Fall ein Hello Kitty Pflaster, ja, aber. Gut. Oh, das ist ein Imp. Jetzt schwierig. Das Ganze machen wir jetzt nochmal, ohne darunter zu fallen. Das wäre. Nein, da kommt er ja schon. Ach Gottdammit. Das ist nicht gut, dass er da schon kommt. Ich will das vielleicht irgendwie so ein bisschen hinkriegen, dass ich da einmal auftauche, aber ohne dass das Vieh gleich kommt. Nein, er sieht mich sofort. Na, ah, wie ich da wieder runterfall, verdammt. Verdammt nochmal, du schießt doch mal dieses blöde Vieh ab da. Also, geht doch. Scheiße. Ach, der war schon fast tot. Na, das ist ja super. Der machte mich langsam schon so ein bisschen Angst. Wer hat mich da wieder getroffen überhaupt? Bin gerade jetzt nicht so. Na, Hauptsache, sie sind jetzt erstmal tot. So. Ah. Soll tot sein. So. Okay. Ist hier nicht noch eine kleine Shotgun für den Dämon da? Ja, unten bestimmt. Jo, du. Das ist ein witziger Fahrstuhl irgendwie. Sehr schnell. Das muss man ihm lassen. No. Oh. Hallo, Tomatensalat. Bamsen. So, das haben wir hier. Revenanz, ne? Bamsen. Ach! Meine Raketenkünste sind wieder genial heute. Wird das auch einer? Komm ich nicht an.
Karten. Perfekt. So. Ach, nicht doch. Oh! Ich verletze mich hier unten gar nicht. Dann hatten mich nur Gegner verletzt das letzte Mal. Ach so. Ja, das ist natürlich ein Argument. Dann kann ich das ganze Zeug hier nämlich einsammeln. Die Grafik sieht cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Jo. Wenn das hier dann offen ist, das ist ja umso besser. Dann geht es mir schon wieder ein bisschen besser mit meiner Helfgeschichte. So. Da waren nämlich schön viele Hello Kitty Pflaster hier unten. Na, das ist dann... So, und hier komme ich hier wieder... Unangenehm. Sehr unangenehm. Ich wollte eigentlich auch nicht da sein. Na gut, Warte. Bam. Erst Hell Knight, dann ich. Ja. Scheiß. Ja, okay. Gut. Dann muss ich das mal eben so machen. Ausweichmöglichkeit ist hier nämlich eher bescheiden. So. Okay. Na, ich wäre jetzt nicht so schlau, ihn nochmal runterzugehen. Ich hätte mir das ein bisschen früher überlegen sollen, weil jetzt komme ich da wieder in dieser blöden Situation hin, ne? Ja. Ja, so sieht das nämlich aus. Boah, weg hier. Da habe ich natürlich jetzt unsinnigerweise die Box schon mitgenommen. Oh, liegen eh viele. Was? Das tut mir weh. Fall bitte runter. Na, ich verstehe besser mit die Sicht, die ich eventuell mal brauchen könnte. Oh nein, nein, nein. Jetzt verspätet er mir nicht mehr sich. Geht's mir schon wieder mit so albtraumhaft schlecht, ne? Oh, da sind Shane Gunner. Oh Gott. So. Da sind schon wieder Shane Gunners. Oh, das hat wehgetan, ne? Ja. Und da war ich schon fast hin. Aber ich habe den Archwall erwischt. Und das ist allemal wert. Dafür Opfer zu bringen, ne? So. Zack, zack, die ganzen Rockets mitnehmen. Na, wir haben jetzt ein bisschen die BFG verbraten, aber hier liegt da Munition dafür rum. So. Und da hinten war auch noch was, glaube ich. Erstmal diese ganzen pinken Kinderpflaster wieder mitnehmen. Ganz wichtig. So. Gut, wir haben sie alle. Hier drüben war, glaube ich, auch noch so BFG-Zeug. War hier doch eigentlich, oder? Ich kann mich doch jetzt nicht so geirrt haben, oder? Ich hätte schwören können, dass... Nein. Sieht eher mau aus. Na gut, dann habe ich mich geirrt. Oh. Was wäre denn jetzt schon wieder? Da muss ich gerade mal eine Speicherungsrunde machen. Hier liegt aber schön viel Kinderpflaster rum. Gut, der Zombie ist weg vom Fenster. Oh, hier ist sehr viel Kinderpflaster. Was sollen wir das sagen? Für ernstere Fälle bestimmt. Wer weiß, was hier schon wieder passieren wird. Naja, kommt auch so ein bisschen drauf an, wie wir uns hier anstellen. Ne? Na, nehmen wir mal so eine Box mit, weil sonst nehme ich die wieder... Ach du Scheiße, nein.
Sehr schön, das ging souverän. Wie? Der Manko ist verreckt vom Hellheit oder habe ich das jetzt falsch mitbekommen? Das wäre peinlich für den Manko. Oh! Das haben wir noch einen Manko. Bleibst da. Wie er den Baron beschießt. Das ist ja auch nice. Naja, so. Kinderpflaster mitnehmen. Das ging jetzt eigentlich relativ souverän. Ich weiß jetzt nicht, warum hier so viel Pflaster rumliegt. Weil das war jetzt eher weniger schwer. So. Ja, bis auf der olle Archwall, aber der war jetzt nicht so das Problem. Gut, hier geht das jetzt auf. Was haben wir hier noch? Achso. Und was ist hier? Lass uns doch erstmal das machen, was wir noch machen können. Sowas mag ich auch nicht. Hier können sich der Viecher verstecken. Oh, fuck. Ja, das ist, was mein Tod bedeutet. Weil damit habe ich auch gerechnet. Ja. Gut. Die Waffe war auch ein bisschen ungeeignet dafür. Ich probiere es mal mit dem Gerät. Ich komme ja nicht. Oh, ich komme hier weg. Super. Kommen da jetzt welche runter? Ah, super. Ein nach dem anderen. Da bin ich ja voll dafür. Jetzt die nächsten. Der nächste ist zum Sterben bereit. Der nächste bitte. Der nächste ist zum Sterben bereit. immer nach der Reihenfolge, ne? Der nächste ist zum Sterben bereit. Komm runter. Na also, geht doch. Das war's, ne? Ah, cool. Ja, siehst du, ne? Immer nach der Reihenfolge, ne? Dann bekommt auch jeder was von seinem Anteil ab. Schön Anteil Schrot, ne? Ihr konntet euch ja vorhin nicht einigen, also. Ne? Dann muss es halt nach der Reihe gehen. Man muss eben halt, ne, wie die Kinder behandeln, ne? Wenn man sich nicht einigen kann und alle auf einmal wollen, dann eben. Ich irgendwie verdächtige ich diesen Schalter, dass er anschießbar ist. Er ist anschießbar. Ich weiß nicht, ich hatte diesen Verdacht doch durchaus gehabt, also muss ich schon... Aber ich glaube, das war bestimmt anders gedacht, als dass man da mit der Shotgun gegenballert, oder? Ja, das war sicherlich so gedacht, dass man auf die Kiste drauf geht. Aber mit der Shotgun geht's doch auch. Die streut so schön. So. So, ich brauch mal eine Box. So. Ja, die ist jetzt offen, dann kommen wir hier weiter. Dummerweise habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeguckt, wie lange ich schon aufnehme, aber ich weiß es ungefähr. So, das Spiel in der Box, ja gut, die werde ich nicht umgehen können. Doch, kann ich sogar. Ein Fall für meinen Raketenwerfer, ich liebe meinen Raketenwerfer. Jetzt habe ich die Shotgun-Box natürlich doch eingesammelt. Ja, aber das passiert halt, wenn man kämpft. Fuck, nein. Oh Gott, zum Glück war er nicht zielsuchend. Gut, das lade ich jetzt, weil das meine eigene Dummheit war und... Die war mir jetzt zu sehr daneben, die eigene Dummheit. Da wollte ich doch mal laden. So. Okay. Ah, ich höre schon wieder so ein... elendes... Archwall-Miststück. Warum immer die?
kommt das her? Das klingt so, als würden die von altbekannten Orten herkommen. Das wäre ein bisschen nicht ganz das, was ich haben will. Scheint aber zum Glück nicht der Fall zu sein. Ah, man kriegt es hier ein bisschen mit den Sorgen zu tun. Diese blöden Miststücke. Okay, weiter. Was seid ihr denn da oben? Na? Muss ja gleich euch mal austreiben, dass ihr da seid. So. Gut. Mensch, ich so viel Shotgun-Boxen, das macht das unheimlich. Ja, ja, ist doch klar, was passiert, wenn ich diesen Schlüssel jetzt mitnehme. Das ist berechenbar. So, aber ich habe wieder eine volle BFG. Das ist doch schon mal schön. Die kann ich, glaube ich, auch mal in die Hand nehmen, weil da passiert eh ein Unglück, wenn ich das mitnehme. Zack, nehmen wir das mal mit und ja. Oh, du Scheiße. So, der ist auch weg. Jetzt hier noch. So, und da tut's die Faust. Bamsen. Ding doch. Nix ist los, alles ist gut. So, okay, ja. Alles halb so wild, ne, würde ich mal sagen. Aber irgendwas hat mir 5 Elf abgezogen. Ich weiß nicht, wer das war. Bestimmt so ein Hell Knight oder die Spinne vielleicht, wer weiß. Vernachlässigbar. Ja.